Einen schönen guten Tag, liebe Schattenjäger. Willkommen zurück bei einer neuen Episode von Persona 3 Reloads. So. Wir gehen Junpei hinterher, der ist das letzte Mal leider weg. Wohin auch immer. Und wir haben Bekanntschaft mit neuen Schatten gemacht und da hinten sehen wir ihn schon. Junpei war acting kind of strange, wasn't he? Why'd he snap and get so upset? Well, I guess we can ask him once we've caught up to him. Let's... Ja, lasst uns ihn einfach fragen. So. Irgendwas scheint ja mit ihm zu sein. So, da wir nun wissen, was ihre Schwäche ist, jetzt mal schön auf die. Jetzt erstmal schön auf die Nuss. Tanzende Hand. Schwach gegen Agi, aber Schwäche. Ich werde mal Seo probieren. Hat nicht geklappt. Dass ihn killen sollte, ja, können wir eine All-Out-Attack machen. Ja, den können wir auch so finishen. What? See? That's what happens when you don't listen. Well? Are you okay? Of course I am. I was doing just fine. Hey, what's your problem? Be careful, you three. I don't detect any movement, but stay alert. Whoa, what the? Why are we moving? It looks like the entire monorail is under the Shadow's control. What? Is that really okay? This doesn't look good. If we don't stop it, it's going to crash into the next train. Crash? Hey, what are we gonna do? Calm down and listen. I detect a powerful reading in the front car. That must be our target. You'll have to defeat that to stop the runaway train. Noch mehr Gegner. So, dann machen wir erstmal den platt. Alright, the enemy's down. This may be a good test of your skill. Okay, wir haben noch Agi und Bufo, was wir probieren können. Also Agi. Well done. Let's continue exploring. There's no time. Run. Okay, dann wollen wir mal. Mal sehen, was uns da erwartet. Unsere Statuswerte sehen gut aus, beziehungsweise unsere AP ist ziemlich voll. SP von Protagonist-Kun leider etwas abgefallen, aber wir haben garantiert noch was, um das aufzufrischen. Oh shit, oh shit, oh shit. Bereit. Let's go. There it is. The hell is this? That's our target? It has to be. There's nowhere else to go. Approaching the other tree. Hurry.
supposed to do here? Okay, es geht los, Bossfight. I've never seen one this big before, but there's no time. We have to end this now. Wir haben 29 Minuten Zeit, um diesen Gegner zu besiegen. Oh Scheiße. In dem Zeitlimit. Okay. Schauen wir mal. Wir fangen mit Zio an. Okay, hilft nicht viel. Daru. Das auch nicht. Junpei. Wenn wir erstmal die elementaren Attacken ausprobiert haben, wissen wir, worauf wir uns einlassen können. Als Sturm. Ach du Scheiße. Die Hälfte der HP weg. Okay. Bufu. Wir versuchen. Ich glaube, wie das steht. Geblockt, ja. Licht und Schatten haben wir leider nicht. Bleibt uns also nur noch der normale Angriff übrig. Wobei, warte mal. Hier. So, wir versuchen jetzt mal den Krafthieb. Leider auch nicht viel gebracht. Chaos-Einladung. Monorail wackelt. What the fuck? Wird den Angriff von einem Verbündeten für 3 Runden. Ich glaube, der ist immun dagegen, der Gegner. Greif nochmal an. So, wir versuchen Schlag. Rufen. Ah, geil. War die nicht anfällig gegen Zio? Oder was, Garo? Wir haben echt nicht mehr viel Zeit, ne? Ja, Garo war's. Ja, kein Ende. Okay, wir müssen uns um den Gegner kümmern. Nimmt halt fast keinen Schaden. Hit. Jawohl. Widerstanden? Sind das unterschiedliche? Uha. Okay. Was können wir denn noch? Leider keine andere Persona, die stark genug wäre. Verringert Abwehr bei einem Gegner für 3 Runden. Das wäre natürlich. Verringert Präzision und Ausweichen bei einem Gegner. Okay, wir wechseln. Klappt das? Abwehr runter. Jawohl. So, erstmal muss der Gegner weg.
Okay, und jetzt? Nein. Hier. Protagonist Kuhn. Der darf nicht sterben. Wieder Eissturm. Oh shit. Das geht auf jeden Fall. Belebt einen Gefallenen und Verbündeten wieder. Damit ist dann aber leider meine Runde beendet. Okay, Item. Brauchen unbedingt. Gegen den 30% der maximalen TP. Brauchen etwas, das alle Verbündeten heilt. Bei allen Gruppenmitgliedern. Auch wenn es ihr selber nichts bringt, aber allen anderen bringt es was. So, nochmal angreifen. Ach du Scheiße. 2 Minuten noch. Okay, Apfel wieder runter. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Wir müssen uns voll auf die konzentrieren. Eissturm. Alter. Multiple team members out of commission. Do you have any means to recover? Wenn ich diesen Kampf nicht schaffe, werde ich ihn offscreen machen. Weil ich muss ihn ja wiederholen. Bufola, nee. Game over. Das schaffen wir nicht. Ja, Protagonist Kuhn ist tot. Game over. Erneut kämpfen. Okay, dann versuche ich den Kampf nochmal offscreen. Bis gleich. So, ich habe sie besiegt. Ich habe einfach mit Agi drauf, weil sie greift ja mit Eis an. Es ist zwar keine Schwäche von ihr gewesen. Könnte sein, dass es vielleicht Dunkelheit oder Licht war. Wir wissen das nicht. Aber ja, mit ein paar Mal Agi drauf ging's und jetzt habe ich sie besiegt. Und Stufe 11 haben wir dadurch erreicht und wir haben die Tarotkarte Hohepriesterin. Tada! Neuen Skill gelernt. Marin Karin. Die anderen Personas werden auch gelevelt. Bis auf die von Junpei leider. Es bleibt keine Wahl. Lass das mir. Did we stop? I think so. Do you read me? Is everyone all right? Yeah. We're okay. my knees are shaking. Dude, I'm like
drenched in sweat. It sounds like you're safe. I'm sorry I couldn't do more to help on my end. I don't detect any more shadows. Well done. You can come on back now. Wait, how did you know which one was the break? Es war Instinkt. Einfach geraten. Es war Instinkt. You saved me again. Thanks. You know what? Never mind. Anyone want to grab a bite to eat on the way? I'm freaking starving. Unser Team hat wieder einmal einen gefährlichen Kampf überlebt. Es fühlt sich an, als würden wir einander nun mehr vertrauen. Rangaufstieg nahe. 3. Sehr geil. Hat sich gelohnt. Reporting in from the scene. We've just finished up over here. The monorail did not sustain any noticeable damage. A job well done, Kirito-kun. Huh, when I heard they hijacked a monorail, I feared the worst. Excellent work taking care of that. Now I don't have to worry about tomorrow's headlines. The team did a great job. They've learned a lot in a surprisingly short time. But what was up with the shadows? They'd never done something like hijacking a train before. This is getting out of hand. I'll be looking into the matter. Does this mean it's begun? Let's not jump to any conclusions. For now, we should study their behavior for patterns or clues. We can't afford to keep waiting for them to make the first move. If only I had more power. Things wouldn't be so difficult for everyone. Don't be so hard on yourself. You're doing fine. More importantly, do you have anything to drink, Sanada-kun? Huh? Why do you look so tired, Ikutsuki-san? Wait. Don't tell me that bicycle outside is yours. Boy, am I going to be sore tomorrow. Der Junge aus meinen Träumen hat mich vor einer Prüfung gewarnt. Offenbar wurde seine Vorhersage wahr. Was könnte das bedeuten? Ich bin zu erschöpft, um darüber nachzudenken. Sobald ich zurück im Wohnheim bin, sollte ich mich aufs Ohr hauen. Oh. The Beard. Könntest du dich nach gestern Abend etwas ausruhen? Entschuldige den Ärger, aber ich zähle auf dich. Keine Sorge. Akihiko mischt auch bald wieder an der Front mit. Vergiss aber nicht, dass die Prüfungen anstehen. Warum entspannst du dich heute nicht ein wenig? Mit den anderen? Hey, so. Kaum zu fassen, dass ich noch lebe. Wenn du nicht wärst, wäre ich garantiert tot. Also danke. Die Leute in der Monorail müssten solche Angst gehabt haben. Als die Dark Hour zu Ende war, war sie so weit ab vom Kurs. Angst ist wohl noch sehr stark untertrieben. Wirklich. Gut gemacht gestern und Entschuldigung, wäre ich gegangen, wärst du nie in solche Gefahr geraten, aber so frustrierend es ist, ich kann nichts mehr daran ändern. Aber ich komme auf jeden Fall in einem Monat zurück. Is that? Meine eigene Inkompetenz hat während des Einsatzes zu einer schwierigen Situation geführt. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Das ist sehr lieb von dir. Aber ich glaube nicht, dass ich es mir selbst verzeihen kann. Sollte sich in Zukunft wieder eine solche Situation ergeben, verspreche ich, dass ich bis dahin stärker sein werde. Okay. Ja, Mails. IS Online, neue Nachricht von Maya. Machen wir ein paar Dämonen platt. Soll ich das Spiel starten? Online gehen? Ja, lass uns mal zocken. Chat blinkt. Maya will wohl online Innocent Sin hier spielen. Ich habe das Gefühl, dass Maya und ich schon sehr bald näher kommen. Soll ich bis dahin was an meinem Schreibtisch machen? Im ORPG spielen, bis es dunkel ist.
Ich werde den Tag mit Spielen verbringen. Ich bin im Shinagawa Dungeon. Das ist Maya. Hehe, ich habe auf dich gewartet. Also, ich bin betrunken. Wirklich? Bist du schon erwachsen? Wirklich? Er war sowas von. Rette mich, Tatsu. Ich hab meinen Job satt. Nie ist Zeit zum Feiern. Maya amüsiert sich. Bier her und ich fall um. Hältst du mir mal die Haare hoch? Ja, ich muss dieses Wochenende sogar von zu Hause arbeiten. Von zu Hause, lol. Aber gerade bin ich betrunken. Ui. Mayas Avatar tanzt verrückt. Mayas Avatar setzt sich hin. Früher war das nicht so. Ich musste früher nie am Wochenende arbeiten. Aber jetzt habe ich auf Arbeit gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. Fällt dir deine Arbeit nicht? Bist du ausgebrannt? Fällt dir deine Arbeit nicht? Ich liebe es. Das wollte ich schon als Kind arbeiten. Maya ist stolz. Aber es sind jetzt 8 Jahre, vielleicht ist es mir nur langweilig. Ich brauche Zeit zum Spielen und Trinken, aber die Deadlines verfolgen mich. Trotzdem komme ich doch immer hierher. Trotz deren ist gar kein Wort, weißt du? Schon, weil es das gleiche meint wie trotzdem. Na, mach Notizen, das kommt in der Prüfung vor, XP. Ich mag's echt, dass du online so toll schreiben kannst. Angst. Das ist so 1337, dazu ja, lol. Maya öffnet sich. Spüre, dass wir uns näher kommen. Jawohl, Social Link erweitert. Rangaufstieg, Stufe 3. Hast du mal unabsichtlich lol gesagt? Ich würde sterben vor Schamroffel. Sowas kann mich echt den Job kosten. Sag's keinem bitte, okay? Ich will nicht gefeuert werden. Denn ich will meinen Job behalten. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Nacht. Als Spielerin meldet sich ab. Ich melde mich auch ab. Gut. Das hat sich gelohnt. Wegen dem Social Link, dass wir jetzt Stufe 3 erreicht haben. Piep, piep, piep. Hello, this is Elizabeth speaking. I would appreciate it if you could come to the Velvet Room. There is a matter I would like to discuss with you. There is an alternate entrance you may use, located in Polonia Mall. You need only seek the door. Well then, I shall be anxiously awaiting your arrival. Okay, die rufen mich an. Elizabeth wartet im Velvet Room auf mich, wie sie wohl reden möchte. Ich sollte zum Polovnia Einkaufszentrum gehen. Da gab es ja das Be Blue V. Da können wir jetzt anscheinend rein. Oder ist das der Eingang? Wenn die Kamera gerade zu zoomt, wer weiß. Geht zum Eingang des Velvet Rooms. Aufs Zentrum. Okay, gucken wir mal. Elizabeth steht vor der mysteriösen Tür. I apologize for asking you to come at such short notice. Truth be told, I'd like to ask you a favor. I've been searching for someone of exceptional ability. So if you have the time, do you mind taking on several of my requests? On special occasions, I may require you to escort me on certain excursions. Of course, you will be aptly rewarded for completing the request. I look forward to your cooperation and hope to see you demonstrate your capability. Elizabeths Aufträge. Du kannst jetzt mit Elizabeth sprechen, um Aufträge anzunehmen und ihr dazu Bericht zu erstatten. Elizabeth erteilt dir die verschiedensten Aufträge, zum Beispiel nach Items zu suchen oder bestimmte Personas zu fusionieren. Für abgeschlossene Aufträge erhältst du eine Belohnung.
bestimmten Zeiten des Jahres gibt es vielleicht mehr Aufträge als sonst. Manche Aufträge sind erst verfügbar, wenn du einen bestimmten vorigen Auftrag abgeschlossen hast. Manche Aufträge haben eine Deadline. Wenn du diese verpasst, läuft der Auftrag ab und kannst ihn nicht mehr abschließen. Sieh dich ruhig um. Schattenjagd Meilenstein Nummer 1. Berichten. Siege insgesamt 100 Schatten. In Elizabeths. Altes Dokument 1. Do you see anything achievable? Verfügbar. Bringe mir Kiefernharz. Elizabeth, das gewünschte Objekt. Wäre das Seltenheits-Omikuji damit häufiger seltene Schatten erscheinen. Darf eine Person die mindestens auf Stufe 13 ist. Ja, es könnte demnächst passieren, weil wir sind jetzt Stufe 11, aber Stufe 13 da selber Stufe 13 sein. Schatzsuche Meilenstein Nummer 1. Öffne insgesamt 50 Schatztruhen. Bring mir einen Proteinshake. Bring Elizabeth ein Protein. Okay, das können wir berichten. Oh my, you've already fulfilled the requirements. Heilwasser, 3 Stück. Nice. Most excellent. Now, let's hear your report. 10.000 Yen. Ja, okay, das hat sich gut. Bring mir Kiefernhart, 6 von 6. Oh, yes. Ehrlich gesagt liebe ich Sojapulver über alles. Das heißt, Kiefernhart soll meinen geliebten Sojapulver täuschend ähnlich sein. Und das soll beim Bogenschießen verwendet werden. Stimmt das? I will await a report of success. Können wir mehrere haben? Wie insgesamt 200 Schatten. I will await a report of success. Ich hoffe, das zweite alte Dokument. By all means. Prüfe die Wahrsagerin. Ah, okay. Seltenheit. Oh my. Ja, okay. I will await a report of ich hab das mal geskippt, weil das erklärt nun mal, was es mit dieser Wahrsagerei wahrscheinlich auf sich hat, aber das wissen wir ja schon. Zeige Elizabeth, dass Uzumaru, das ist eine Waffe. Habe ich aber nicht. Darf eine Person mindestens Stufe 13. Zusammen 50 Schatztruhen, das kriege ich hin. Protein. Kann ich wahrscheinlich kaufen. Beginnen wir mit einem simplen Auftrag. Bring mir das Getränk Proteinshake. Es ist nicht allzu selten. Du solltest es also mit Leichtigkeit erwerben können. Bei einer Person mindestens Stufe 13. Okay, im Gang. Alles klar. Ich würde dir gerne mitteilen, es gab jüngst eine Veränderung im Tartarus. Ein versperrter Weg steht jetzt offen. Sichere Reise. Lippes hat gesagt, ein zuvor versperrter Weg ist nun frei. Das sollte ich beim nächsten Besuch im Tartarus überprüfen. Ach was. Ja, okay. Also hat das mit der Mondphase doch irgendwie hingehauen und mit dem Bossfight. Wir können nochmal zur Polizeistation gehen, mit unserem Dude hier reden. Vielleicht hat er neue Ausrüstung. Much obliged. Ja, ihr habt auch meinen Dank. Ich muss schon zugeben, ihr seid beeindruckend. Perfekt. I got some stuff you might find useful. So feel free to browse. 88 kunstvolles, meisterhaftes, gefertigtes Kurzschwert. 7500, relativ teuer, aber von 88. Made up your mind? Great, it's all yours. Ausrüsten. Ruhiges Schwert können wir dann verkaufen. Wieder ein bisschen Kohle. Variiert den Giftbogen. Irenenlied, plus Verwirrung schwach. Angriff 80. Der Langbogen ist eng mit Rattan umwickelt für Yukari. Können wir auch kaufen. Kaufen wir. Rüstung. Kugelsicheres Hemd, Tarnhemd. Stärke plus 1. Der 52. Ändert sich nicht viel. Harry könnte vielleicht was Neues gebrauchen. Tarnhemd, Stärke plus 1. Ein praktisches Hemd, optimal für Kampfeinsätze. Auch sehr teuer. Und verkaufen wir dann. Der könnte das auch gebrauchen, aber wir haben leider nicht genug Kohle. Zubehör kaufen. Ja,
Ja, er hat ziemlich viel Krams wieder reinbekommen, aber leider alles zu teuer. Leider ins Bein ist das schnell rennen kann. Ersatzteil. Erzielt einen moderaten Preis. Wir kaufen erstmal ein bisschen Zeug, würde ich sagen. Weil du schon mal eine halbe Stunde sind, ich mach's jetzt so, ich verkaufe jetzt noch ein paar Sachen, werde noch ein bisschen einkaufen, falls die Kohle dazu reicht. Und dann werden wir auch gleich die Folge noch dann beenden, beziehungsweise wir beenden dann den Tag und danach die Folge, ne? Also, ich mach das hier kurz offscreen und bin gleich zurück. Alright. So, ich habe fertig geshoppt, ich bin pleite. Aber bei der Wahrsagerin sollten wir noch was machen. Dann gehen wir nochmal in den Club. Hoffentlich reicht meine Kohle da noch für eine Weissagung. Ich rede mal mit ihr. 1180 habe ich noch nicht für Schicksal erfahren. 3000. Ah, ich habe nicht Kohle dafür, leider. Doof das, aber gut, dem ist leider so. Was haben wir denn Sonntag? Arbeiten gehen? Kohle zu machen? Kaffee trinken gehen. Like mein Charme. Ja, okay, let's go. Genieße eine Tasse Pheromonkaffee. Das Aroma war betörend. Ich fühle mich schon ein wenig reifer. Merkwürdigerweise hat sich durch den Kaffee mein Charme erhöht. Aber immer noch nicht genug, dass es auf Stufe 2 reicht. Naja, kann man nicht ändern. Was geht ab, Alter? Ein weiterer grandioser Tag mit unserem guten alten Kumpel Schlafmangel. Aber vorgestern, das war irre. So einen Nervenkitzel habe ich noch nie erlebt. Findest du auch, dass es in letzter Zeit echt aufregender wird? Irgendwie schon. Ja, oder? Wir haben quasi den Kampf gewonnen und die Stadt vor der Zerstörung gerettet. Was ist das bitte? Jetzt haben wir noch Unterricht, aber ich wollte doch die Folge beenden. Ihr wisst sicher alle noch, dass die Zwischenprüfungen nächsten Montag losgehen. Wenn ihr im Unterricht gut aufpasst und zu Hause regelmäßig gelernt habt, dürftet ihr keine Probleme damit haben. Speziell diejenigen von euch, die im Unterricht gerne einschlafen. Ihr solltet euch zu Hause besonders ins Zeug legen, nicht wahr, Yori? Nun ja, wenn ihr euer Leben lieber wegwerft, indem ihr während eurer Zeit als Schüler eine ruhige Kugel schiebt, meinetwegen, ich kann euch kaum davon abhalten. Scheint, als würde das diesmal dauern. Bin müde. Soll ich für ein paar Minuten die Augen schließen? Augen schließen. Den Mut erhöhen. Ich spüre den strengen Blick des Lehrers, während ich wegnicke. Es ist, als würde mein Mut geprüft. Denning. Vielleicht hoffentlich bald Mut auf Stufe 3 haben. Nach der Schule. Der Unterricht ist für heute vorbei. Und somit auch die Folge. Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Persona 3 Reload. Jetzt haben wir die Info bekommen, dass wir im Tartarus jetzt weiter können. Das werden wir auch machen. Wir werden nochmal heute dann etwas mit Freund oder Freundin verbringen. Auf jeden Fall unsere Social Links auch noch ein bisschen pushen. Und dann geht das wieder ab in den Tartarus, um weiter voranzukommen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Persona 3 Reload. Thank you.